Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RoamTotalWar 2 mit Sparta. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine halbtote Armee, hier haben wir eine halbtote Armee, die aufgebaut wird. Und hier haben wir eine Fullstack Armee, die Streiter der Nike. Ah, genau. Warte, was haben wir denn? Also, wir haben die 300, die letzte Mauer, die Unbesiegbaren und die Streiter der Nike. Alter, ich bin voll angepisst, ich streit mit der Nike. Okay. Die letzte Mauer. Wie nennen wir dich denn? Come on. Mit Tappe öffne ich immer die. Ne, nicht mit Tab, sondern mit dem Pfeil hoch. Ta lässt grüßen. So, das ist lustig. Finde ich. Gut, also Sparta lässt grüßen. Das ist jetzt das die Überlegung. Also hier, die können ruhig plündern, das macht der Stadt nichts. Die hat immer noch positiv. Das ist jetzt die Überlegung, weil ich frage mich, wie die Sklaven hier hinkommen konnten. Weil die sind nämlich, die sind verfeindet. Meine Überlegung ist, wenn ich die jetzt angreifen würde, täte und so weiter. Zu euren Diensten. Ja, ich habe halt nur die 0815 Pikiniere, ne? Also die Frage ist, ob er dann mitmacht gegen die oder ob er mitmacht gegen mich. Ich glaube eher letzteres. Also wir haben den Vorteil, dass wir sehr gute Hopliten haben. Er hat aber mehr Kavallerie. Ich habe nur 2 Kavallerie. Nee, ich bleib hier drin. Ich bleib hier drin. Der kann mir gar nichts. So, mit denen, die letzte Mauer, wird dann Rodas auch einnehmen, sobald die ein bisschen komfortabler unterwegs sind. In 3 Runden erst sind die fertig. Da habe ich ja sau viel verkauft oder aufgelöst, weil ich hier die Hopliten mit Rang 9 machen kann, was voll übertrieben ist. Okay, hier ist noch eine Armee, die sind relativ... Ja, natürlich kann ich die hier nicht angreifen. Okay, aber die Nicomedia kann er nicht einnehmen, es sei denn, hier kommt noch eine zweite Armee. Ich will mal schauen, wo meine Spione sind. Was machen die da unten? Bin ich beknackt? Ich habe nur 2 Spione und mit den 2 Spionen gehe ich um die halbe Weltkarte. Aber das ist praktisch. Genau, ja, da hatte ich ja schon den richtigen Gedanken. Okay, also hier könnte noch eine Armee sein, aber ich glaube nicht. So, dann schauen wir mal, was die nächste Runde so beschert. Okay, zu zweit könnte es knapp werden, aber ich glaube zu zweit... Die haben hier zu zweit den Sklaven... vernichtet, was auch logisch ist, weil der einfach nur dumm war. Mit so einer kleinen Armee da zu ihm zu gehen. Ja, mit denen können wir das jetzt schon. Können wir hier jetzt schon landen. So, die brauchen noch ein bisschen.
Wie ist denn, sind die aufgebaut? Die sind eigentlich auch ganz gut aufgebaut. Das heißt, ich kann dahin gehen. Und dann die beiden nächste Runde vernichten. Ich muss niesen. Upsi. So, Entschuldigung. Ist mir völlig entglitten. So. Ich könnte hier auch eine zweite Armee aufbauen. Weißt du was? Das mache ich. Was ist denn los? Sneezy. Oh Mann. Nase juckt. Hui. So. Ja, hier können wir nur andere aufnehmen, was sehr negativ ist. Mach mal Kinder hier. Kann sie nicht. Und er? Er kann genauso wenig Kinder machen. Warte, du machst jetzt mal hier auch verheiratet. Du bist auch verheiratet. Du auch. Die sind zwar schon ein bisschen... Ja, 48, also... Okay. 64 und 59, ja, die bekommen auf jeden Fall keine Kinder. Aber da wir verheiratet sind, können wir jetzt neue dazu holen. Alter, was bist du denn? Minus 3 Autorität, was ist denn da verkehrt? Korruption ist ja auch ganz gut. Öffentliche Ordnung weniger, das ist noch am vertretbarsten. So. Paar Bürgerkavalleristen, spartanische Pikiniere, 2, 4, 5. 2, 4, 5, 6. Und die da. Vielen Dank. So. Was ist da los? Die können eigentlich auch rüberkommen. So, dass es ja für die sehr attraktiv wird, mich da anzugreifen. An sich müsste er jetzt... Also klar, er weiß nicht, wie viel Kohle wir haben. Aber an sich müsste er jetzt angreifen. Weil... Je länger er wartet, desto größer wird meine Armee. Das weiß man, wenn einer einen zweiten General hier aufstellt. Und zwar habe ich eine Fullstack-Armee hier drin. Plus die Elver. Und er hat zwei Fullstack-Armeen da. Ja, er müsste jetzt anfangen zu belagern. Oder ganz weggehen. Oder wir kämpfen halt zwei Fullstack-Armeen gegen zwei. Das geht natürlich auch. Philo. Wo ist der Philo? Ah, da ist der Philo. Hallo. Ach, das ist eine Sie. Philo. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Aber das ist doch meiner, ja, das ist meiner. So, dann holen wir nochmal die da her und die geht jetzt nach unten, weil hier ist niemand. Sie geht weiterhin nach da und dann schauen wir mal nächste Runde. So, sehr schön. Das habe ich befürchtet. Dass wenn ich hierhin gehe, dass Syrakus ihr seid weise genug, nicht dass Syrakus jetzt Gold, das großzügig gegeben und dankbar Schutz angenommen mit wird, denen. Ist für alle Beteiligten ein Segen. Also ich will nichts ausgeben, aber Schutzbündnis mit denen ist genau. Das war die zweite Version, die ganz gut. Vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem Höchsten. Ich will für Schutzbündnis nichts bezahlen. So, Mission erteilt.
Aber Schutzbündnis ist an sich nicht miserabel. So. Gut, du brauchst noch eine Runde. Scheiße, der hat halt echt indische Kriegselefanten. Das ist halt nicht gut. Sabotage. Das ist schon mal gut. Zu euren Diensten. Gut, die beiden sind schon mal weg. So, du gehst dahin. Nächste Runde erobere ich das zurück. Kleinpanzerpikiniere sind halt. Also, die da sind schrottig. Die da sind leider gut. Die da sind auch schrottig. Also, an sich, die Armee ist wegen den drei nicht sehr schlecht. Ist eigentlich schon lustig, nur wegen den drei. So. Erstmal, wer bist du? Und du bist ein Admiral. Wollen wir hier unten das einnehmen? Ich glaube, ja. Das ist jetzt so frei da. Das ist halt echt schlecht, dass der nicht zu mir gehört. So. Den da machen wir die nächste Runde platt. Oder wahrscheinlich wird er bis dahin weg sein. Hier mache ich mal einen anderen Tempel rein. Forschungsrate. Weil, ja, zweimal der gleiche Tempel ist, nicht ganz so toll. Was mache ich da? Vorteil ist, hier oben ist volle Knautschzone. Der mag uns. Das heißt, hier können wir unsere Industrie noch weiter ausbauen. Hier haben wir schon alles bewegt. Ja, der bekommt nichts. Das ist das Problem. Das ist das Problem, dass der da ist. Genau. Da mache ich nichts. Da mache ich nichts, deshalb bleibt alles für die Armee übrig. Das Gute ist, dadurch, dass seine Armee jetzt in dem... Ach, jetzt... Der Nerv vielleicht. Upsi. So. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Dadurch, dass seine Armee jetzt in der Stadt drin ist, kann er nicht wegziehen. Was forsche ich hier? Das ist auch immer so blöd, dass man hier dann nicht sehen kann, was man gerade erforscht. Aber ich glaube, wir erforschen im Militär. Mission fehlgeschlagen gehabt. Ja, gut. Du reist danach. So, genau, hier kann er eben jetzt nicht wegrennen und ich kann die Armee komplett auslöschen. Die Überlegung ist, was ich mit denen mache. Ah, der ist fertig, das ist sehr gut. Der kommt halt nur mit Gewaltmarsch rein. Ist halt schlecht für die Moral. Aber er wird das niemals jetzt einnehmen können. Egal, ob meine jetzt schlechter in der Moral sind oder nicht. Das kann er forgetten. Oh. Da mache ich mal das da und weg hier. Also das da Getreidegrube wegen bessere Heilung. Und hier. Ja, das können wir sogar automatisch machen. Nee. Ich mache nur ab 80%. Mache ich automatisch. So. Gut, wie gesagt, also die oberen
sind gute Einheiten. Die Kavallerie ist nicht schlecht, die Bogenschützen sind auch nicht schlecht, aber im Großen und Ganzen, ja, ist das kein Problem. So, hier machen wir 3, hier 2, ihr kennt ja die Aufstellung schon. Der kommt hier hinten hin. Die kommen hier hin. Der General auch. Die kommen hier hin, die kommen dahin. Die Kavallerie kommt auch hier hin. So. Zu euren Diensten. Wie ihr befehlt. So, 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 so. Und hierhin. Gut. Also, er hat sich wieder hier aufgestellt und da aufgestellt, wie immer. Die KI ist halt sehr einfallsreich, was das angeht. So, hier sind schon mal die Pikiniere. Sehr schön. Dann kann ich gleich Feuer frei machen. Oh. Oder Feuer frei auf die Elefanten ist natürlich auch super. Spartanische Piken! Wir erwarten eure Befehle! Schnelles Marschieren! Steinschleuderer! Ja. Geschosse warten auf Ziele! Alles auf die elefantischen Pikiniere, ja. Ich bin auch so elefantisch. So, hier machen wir auch. General! Zu Befehl! Na, die Elefanten sind nicht ganz so begeistert, würde ich behaupten. Genau, die greifen die an. Die Kavallerie bleibt erstmal on point. Ja, hier sind auch zu viele. Ich lass mal die hier. Die ein bisschen schießen. Ah, wow. Der routet. Jetzt schon. Das ist natürlich cool. Wieso macht der Trampeln an? Ist der bekloppt? Der routet und der KI macht Trampeln an. Aber jetzt ist er wieder in Ordnung, okay. Na dann. Aber schon lustig. Unser General wird angegriffen. Schießen noch mal schön. Sparta, wie ihr befehlt. Schön auf den Elefanten. Vielleicht routet der noch mal. Ich erwarte eure Befehle. So, die sind auch bald weg. Ja, sobald der rautet. Der rautet. Ich bin auch so eine Raute hier. So, dann kommen die mal hier hin. Weil hier gibt es nochmal Arbeit zu tun. So.
Pferde haben eigentlich auch nichts zu tun hier. Ist halt ja schon fies, Leinpanzer-Pekiniere, dass die halt wirklich nichts machen können. Ne? Ist halt echt gemein. Das ist halt schon ein bisschen gemein. So, Sperrkämpfer, Sperrkämpfer. So, komisch, dass die nach da schmeißen. Und nicht geradeaus. Also. Ja, dann lasse ich die mal kommen, ne? Oder nicht? Ja, besser so. Gut, dann kommt ihr mal vor. Und ihr irgendwie auch so ein bisschen. So, was passiert hier? Kommandant! Greift ihre Positionen an! Kommandant! Spartaner! So, jetzt mache ich mal ein bisschen aggressiver hier. Da geht hier ja gar nichts vorwärts. Also, so spielt man safe. Immer schön die Fernkämpfer. Die Fernkämpfer Feuer freilassen. Und dann, ja. Und dann einfach machen lassen, ne? Bis die fast nichts mehr zu tun haben und dann Bogenschützen. Wenn die Bogenschützen sind, ist das Problem. Die Bogenschützen sind das Problem. So. Ich erwarte eure Befehle. Ja, die wurden jetzt natürlich abgefangen. Das passt auch. So, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein Problem. Da jetzt durchbrechen. Ja, nur noch eine Salve und dann kann ich sogar da hinten rein. Ah nee, brauche ich sogar gar nicht. Hier eine Salve rein. Steinschleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! Kommandant! Das war eine böse Salve. So. Du kommst, ihr kommt hier hoch. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, hier hoch. Hier ist halt jetzt ein Nadelöhr. Das ist natürlich super. Das ist natürlich sehr schön.
So. Dann geht ihr mal weg. Jetzt kommt die Kavallerie. Und seine Kavallerie kommt auch. So. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Einsatz. So Befehl. Bereit zum Einsatz ist die Irrgang-Kavallerie. Fehler? So Befehl. Fatalische Pieken. Du Sparta, bleib mal da. Achso, die haben jetzt nichts mehr. Wie ihr Befehle, verstanden. Fatalische Piken. So, passt. Das passt doch. So, jetzt wanken alle. Sehr schön. So, ist der General schon gestorben? Ja, ist er. Entscheidender Sieg. Ja, ich habe halt sehr auf Sicherheit gespielt. Also, ja, quasi seine, schau mal, die hat nichts gekillt, die hat nichts gekillt, die hat nichts gekillt. Und die anderen auch maximal zweistellig. Und das ist halt, ja, Sicherheit. Ne? Weil die kann jetzt nächste Runde eigentlich schon wieder weiter. Sonst hätte ich nochmal ein bisschen mehr warten müssen. So. Du hast was bekommen. Für was denn? So, ein bisschen. So, ein bisschen Erfahrung. Genau, und das. Ja, das kann man automatisch machen. Rodos gehört mir. Ja, geil. Hat er mir noch schön reingequetscht hier. Böse. So. Zwei Runden braucht er noch. Dann gehe ich mal hier hoch und scoute ein bisschen. Du. Dich habe ich gerade schon geschickt. So. Dann würde ich sagen, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.